13 Uhr in Rheinland-Pfalz. Die Polizeidirektion Landau führt eine Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt Ablenkung im Straßenverkehr durch. Im Visier Autofahrer mit Handy am Steuer. Heute im Einsatz die Polizeikommissare Marcel Kübel und Pascal Göller. Wir haben uns eingeteilt mit zwei Zivilkräften, das heißt, es ist in ziviler Kleidung und beobachten dann an einer bestimmten Stelle den Verkehr. Die geben dann über Funk eine Meldung durch an unseren Anhalteposten. Der winkt dann diese Verkehrsteilnehmer raus. Dann kommen sie in die Kontrollstelle und werden dann von den uniformierten Beamten direkt kontrolliert. Marcel Kübel und Pascal Göller bekommen den ersten Verkehrssünder geschickt. Was ist denn das? Handy? Ja. Weißt du, was war? Ja. Guten Morgen, Verkehrskontrolle. Ich bräuchte nur den Führerschein, den Fahrzeugschein, bitte. Grund, warum wir sie anhalten. Wir haben zwei Zivilkräfte auf der Brücke stehen. Haben Sie sie gesehen? Und die haben gesehen, wie Sie telefoniert haben. Ich hab mit dem Handy gespielt haben, ja. Rechte Hand. Haben sie drauf rumgetippt. Das ist natürlich während der Fahrt verboten. Aber bevor Sie jetzt weiterhin was dazu sagen, Sie müssen sich natürlich hier vor Ort nicht äußern. Das heißt, Sie können was dazu sagen, müssen das nicht, dürfen sich auch jederzeit einen Rechtsanwalt nehmen. Ne? Also im Straßenverkehr ist es eben so, wenn man ein Handy oder irgendwas in die Hand nimmt und sich dann eben auch darauf konzentriert, gerade das Tippen von SMS oder von WhatsApp-Nachrichten oder Ähnlichem, das lenkt eben von der Straße ab. Und in dem Zeitraum, wo man aufs Handy schaut und irgendwelche Nachrichten darauf liest, kann man eben den Straßenverkehr nicht wahrnehmen. Letztes Jahr hatten wir bei uns hier in der Nähe einen schweren Verkehrsunfall, bei dem ein LKW-Fahrer ein Video geschaut hat und ist dann an einer roten Lichtzeichenanlage hinten auf die Fahrzeuge aufgefahren, beziehungsweise dann in die Lichtzeichenanlage rein, und dann ist es auch zu einem schweren Unfall gekommen mit über 100.000 Euro Sachschaden und glücklicherweise nur schwer verletzten Personen. Das hätte dann auch ganz anders ausgehen können. Es ist so, das ist ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro, wo das auf Sie zukommen wird. Ja, das können Sie nicht vor Ort bezahlen. Da müsste ich Ihnen was schreiben. Dann kriegen Sie noch mal Zuschrift von der Bußgeldstelle und können sich dann noch mal zu der ganzen Sache äußern. Ja? Dann gerade bitte einen Moment Geduld, ich fülle was aus und dann komme ich wieder zu Ihnen. Der Mann fährt nicht nur mit Handy am Steuer, sondern auch ohne vollständige Fahrzeugpapiere. Wir müssen jetzt noch eine Abfrage machen, weil er keinen Führerschein dabei hat, beziehungsweise nicht mitführt. Und über unsere Leitstelle können wir dann eben über Funk die Abfrage machen. Wenn der ein neuer Kartenführerschein hat, ist der bei uns im System hinterlegt. Das heißt, wir können direkt von der Wache dann über ein System im Internet oder im Intranet bei uns können die abfragen, ob der auch einen Führerschein besitzt und ob er eine Fahrerlaubnissperre hat. Geburtsdatum? '79 in Rumänien. Der sollte im Besitz eines Führerscheins der Klasse B sein. Der Kollege überprüft es jetzt auf der Wache und das dauert jetzt ein paar Sekunden. Da geht es bei uns ins polizeiliche Informationssystem und dann in so einer Minute müssten wir dann die Antwort haben, ob der im Besitz von einer Fahrerlaubnis ist. Nach dieser Minute liegt das Ergebnis der Abfrage vor. 82 hört. David war das negativ und ist ebenfalls negativ. Ja, liegt kein Führerschein ein. Weder Führerschein noch Entzug. Ja, klar. Was so viel heißt wie, gegen den BMW-Fahrer liegt nichts vor. Er ist im Besitz eines gültigen Führerscheins. Nur hat er ihn leider nicht dabei. Es ist so, der Führerschein, der liegt dann daheim, nehme ich an. Gut. Genau, richtig. Da haben Sie den Mängelbericht. Mit der Karte und dem Führerschein dann einfach bei der Polizei vorbeikommen. Vorzeige, dass Sie im Besitz von dem Führerschein sind. Marcel Kübel übergibt dem Fahrer einen Mängelbericht, in dem alle Vergehen dokumentiert sind. Er muss seinen Führerschein innerhalb von 3 Tagen bei der Polizeistelle vorzeigen. Andernfalls droht ihm eine Strafanzeige. Das Bußgeld wegen der Handynutzung ist dem Fahrer dagegen sicher.
ist verboten, ist belegt mit einer Geldbuße von 100 Euro. Kann man nicht handeln? Da kann man nicht handeln, nein. Dann, hier habe ich Ihre ganzen Daten eingetragen. Wenn Sie es jetzt einmal bitte wenden. Hier ist nochmal die Belehrung, dass Ihnen eben vom Gesetz her frei steht, sich zu der Sache zu äußern, dass Sie auch jederzeit einen Rechtsanwalt hinzuziehen dürfen. Jetzt ist die Frage erstmal, ob Sie die Belehrung verstanden haben. Ich habe es verstanden. Dann bitte Ja ankreuzen und dann, ob Sie den Verstoß zugeben, auch Ja bzw. Nein ankreuzen. Nein. Und dann kriege ich hier bitte eine Unterschrift. Möchten Sie begründen, warum Sie Nein angekreuzt haben, dann dürfen Sie hier was dazu schreiben. Ja, oder? Alles gut, das macht der Anwalt. Alles klar. Ja, er hat gesagt, dass er den Verstoß nicht zugibt. Das heißt also, er sagt, es stimmt nicht, was unsere Kollegen auf der Brücke gesehen haben, sondern er geht davon aus, dass er mit dem Handy nicht hantiert hat während der Fahrt. Er will das Ganze einem Rechtsanwalt geben. Der wird sich dann entsprechend schriftlich äußern, wird vielleicht Gründe darlegen, warum sich die Kollegen geirrt haben könnten. Und da wir allerdings davon ausgehen, dass unsere Kollegen ganz gute Augen haben und es richtig gesehen haben, kann sein, dass der ganze Fall dann vor Gericht geht. Der Mann darf weiterfahren. Kollegen von Marcel Kübel und Pascal Göller halten nach dem nächsten Verkehrssünder Ausschau. Sind da Inkschlaf oder? Nee, alles gut, wir sind online. Oh. Sehr schön. Trotz allem darf der Spaß nicht zu kurz kommen. Gehört immer dazu. Weniger Spaß verstehen Sie bei telefonierenden Fahrradfahrern. Ich bin der Rettung an das rechte Ohr. Und hat dann in unserer Höhe hat das dann weggesteckt in der Seitentasche von der Jacke. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Verkehrskontrolle. Ja. Haben Sie Ihren Ausweis dabei? Der Grund, warum wir Sie anhalten, die Kollegen stehen vorne auf der Brücke und haben gesehen, wie Sie eben telefoniert haben während dem Radfahren. Ja. Das ist verboten, das dürfen Sie nicht, ne? Ich wusste das nicht. Das heißt jetzt erstmal, Sie sind Betroffene einer Ordnungswidrigkeit. Ja. Das ist ein Verwarnungstatbestand von 55 Euro. Oh, nee. Dieses Bußgeld wird auf Sie zukommen, weil, wie gesagt, es ist eben im Straßenverkehr nicht erlaubt, weil es eben eine riesige Ablenkung ist. Ne? Es ist gefährlich, so zu fahren. Ich wusste das nicht. Ich wusste das nicht, wie passiert, weil ich eine Asylant bin. Deswegen, ich wusste das nicht, wie ist das in Deutschland. Gut, Herr ich müsste gerade kurz was schreiben. Ja. Oder haben Sie Bargeld dabei? Weil wenn Sie Bargeld dabei haben, dann könnten Sie die Verwarnung direkt bezahlen. Ansonsten müsste ich was schreiben, dann kriegen Sie das Ganze zugeschickt. Kein Geld dabei. Sie haben jetzt kein Geld dabei. Dann dauert es einen Moment, dann komme ich doch mal zu Ihnen, okay? Ich bekomme vom Sozialamt und Geld und es ist für mich ein bisschen schwer zu bezahlen. Darauf können Marcel Kübel und Pascal Göller keine Rücksicht nehmen. Ich wollte im Monat bezahlen, das sind Geld, weil das ist so viel für mich. Und okay. Das kann ich machen so. Also es ist so, Sie bekommen jetzt Post von der Bußgeldstelle geschickt. Ja. Und da steht normalerweise drin, dass Sie das auf einmal bezahlen müssen. Mhm. Wenn das jetzt nicht gehen sollte, ja, dann haben Sie dort einen Ansprechpartner. Ja. Und mit dem können Sie dann mal telefonieren oder auch einen Brief schreiben, ja, dass es eben nicht geht, dass Sie das gerne auf Raten bezahlen würden. Okay. Dann kann das im individuellen Fall für Sie dann entsprechend eingerichtet werden. Alles klar. Natürlich hat man manchmal Mitleid mit den Leuten. Es ist einfach so. 100 Euro, beziehungsweise im Falle des Fahrrads jetzt 55 Euro. Es tut schon weh, je nachdem, wie viel Geld man vielleicht im Monat nur zur Verfügung hat. Natürlich, aber grundsätzlich ist es halt so, ich muss wissen, wie ich mich im Straßenverkehr in Deutschland zu verhalten habe. Das heißt, natürlich hat man mal Mitleid, aber wenn was passiert, dann muss man auch Mitleid mit dem haben, den es dann betrifft und der vielleicht nicht telefoniert hat. Deshalb denke ich, ist es schon eine gute Strafe. Beim nächsten Mal wird der Herr vermutlich dran denken, dass er nicht mehr telefoniert während dem Fahrradfahren. Und meine Ausweis? Ja, der Kollege macht gerade noch was fertig und dann kriegen Sie die Papiere. Ich muss jetzt noch mal in der Schule sein. In der Schule? Ja. Im Notfall sagen Sie, dass die Polizei Sie angehalten hat. Okay. Noch etwas. Ich sehe jetzt, Sie haben keinen Helm auf. Sie lachen? Nein. Was soll ich machen? Haben Sie keinen Helm?
Helm. Einen Helm? Einen Helm zum Aufziehen? Für Ihre Sicherheit, wenn Sie mal stürzen, so, auf den Kopf nein, fallen. Keine. Dann müssen Sie sich vielleicht mal einen besorgen, weil das ist auch wichtig, ne? Für Ihre Gesundheit. Ja, das ist zwar keine, es ist nicht vorgeschrieben, also Sie dürfen auch ohne Helm fahren, aber es dient letztendlich Ihrer Gesundheit. Wenn Sie mal stürzen oder wenn Sie auch irgendwann mal vielleicht angefahren werden, können gar nichts dazu. Sie stürzen hin und Sie machen sich dann weh. Ne? Also es wäre sinnvoll, wenn Sie dann sich irgendwann einen Helm kaufen würden. Okay, alles klar. Dann trotzdem einen schönen Tag Ihnen. Danke Ihnen auch. Tschüss. Marcel Kübel und Pascal Göller arbeiten schon seit Monaten als festes Team zusammen. Sie kennen sich gut. Wir sind eine junge Truppe und verstehen uns richtig gut, was einfach die Moral auch hochhält. Und da trifft man sich dann durchaus auch mal nach dem Feierabend. Also was natürlich für die Pfalz immer sehr speziell ist, sind die ganzen Wanderhütten. Da kann man sehr gut einkehren und mal was Deftiges essen. Das macht dann schon Spaß, gerade wenn man eine tolle Truppe ist. Der nächste Verkehrssünder lässt nicht lange auf sich warten. Ein Lkw-Fahrer mit Handy am Steuer. Im Lkw ist es natürlich mindestens genauso gefährlich wie mit dem Pkw. Wobei natürlich der Lkw noch mal viel größer ist und dadurch auch die Gefahr eines Unfalles noch viel immenser wäre. Für den Lkw-Fahrer wird es unangenehm.